Und los geht's mit einer neuen Folge Let's Play World of Warships und hier mit einem Schiff, das mir aktuell noch nicht so liegt, muss ich sagen, aber was nicht ist, kann ja noch werden, und zwar der Omaha, ein Tier 5 Kreuzer, auch natürlich der Amerikaner. Wir drücken ins Gefecht und schauen, was uns so erwarten wird. So, da haben wir doch schon ein Matchmaking. Da gucken wir doch mal, wie das Ganze so aussieht. Ja, Tier 5. Top-Tier. Damit kann man doch arbeiten. Das Schiff selber habe ich gerade auf seinen Maximumzustand gebracht, also voll ausgebaut. Ohne Verbrauchsgüter bzw. ohne Zusätze, weil sowas gibt es auch. Dass man seine, zum Beispiel die Repair-Time und sowas verbessern kann, und auch einen Kapitän gibt es. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit ich jetzt komme und was für eine Reichweite ich habe. Ja, wenigstens 12,5 Kilometer. Bis jetzt war es immer so bei 11 Schluss. Ich fahre mal Richtung C, da finde ich es immer ganz schön. Da ist so eine kleine Enge, da kann vielleicht mal doch ein kleiner Flinker kommen und sonstiges, den man dann wegsnackt. Also Schlachtschiffe wären auch mal schön, werde ich vielleicht auch irgendwann mal noch angehen. Aber erstmal genug Baustellen offen. Weil Flugzeugträger finde ich vom... Es ist zwar leider vom Anschauen nicht so spannend, das ist natürlich wohl wahr, aber es ist vom Spielerischen sehr schön taktisch. Man muss so ein bisschen auf die Minimap achten und dementsprechend sieht man da ein bisschen was. Und jetzt ganz besonders, jetzt habe ich ein bisschen losgelabert und euch im Unwissenden gelassen. Es wird wieder... Keys geben. Das heißt, für alle, die meine aktiven Abonnenten sind, aktive Abonnenten, ihr wisst es mittlerweile, natürlich abonniert und natürlich kommentiert, die werden alle daran teilnehmen. Die Keys selber sind 2 Stück, die ich verteile, von dem her macht's mit und ja, ich drücke euch den Daumen an alle Abonnenten. So, da ist... Was war denn da? Tatsuta und die Kongo. Kongo ist immer gut dabei zu haben. Das finde ich schon mal sympathisch. Ah, bis C ist so ein weiter Weg. Aber Gott sei Dank ist ja das Schiff nicht allzu langsam mit 34 Knoten. Sonst müsste ich wieder einen Überbrückungswitz bringen, wie in der letzten World of Tanks Folge, aber das will ich euch eigentlich nicht antun. Oh, da vorne ist doch schon was. Tatsuta. Wie fährt sie denn? Ah, so wird das nix. Mit dem Nachbarn. Ich glaube, da dürfte... Naja, oder? Oh, davor runtergegangen. Glaubst du es? Auf den gehen wir jetzt auf jeden Fall. Fokussieren uns ein bisschen. Dreh nicht bei. Komm schon, komm schon. Bam, 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 bam. Oh, Zitadelle auch noch getroffen. Armer Hund. Oh, die ging knapp daneben. Ist aber bekanntermaßen auch vorbei. Nochmal. Jetzt kriegt das aber ganz schön eingeschenkt. Das könnte man fast auf AP wechseln. Das mache ich dann auch mit dem nächsten Schuss. Oh, da hat die Kongo zugeschlagen, glaube ich. Aber so den Arsch voll bekommen. Na, da kommt doch schon gleich die nächste. Oh, dafür lade ich doch direkt mal AP.
So. Ah, daneben, daneben. Oh, da habe ich den aber brutal gut getroffen. Ja, da tut er mir schon fast leid. Aber hat nicht sollen sein, mein Freund. Jetzt könnten wir fast hier mal den Cap einnehmen. Das ist jetzt, was ich jetzt vorhabe. Oh, da ist natürlich jetzt direkt noch ein bisschen mehr. Aber damit kann ich ja ganz gut leben. Jetzt muss ich, jetzt hoffe ich nur, dass die Kongo mich hier dementsprechend unterstützt. Jetzt brenne ich auch noch. So, da konnte ich ihn jetzt mal gut eine einschenken. Oh, und da wurde er von Torpedos zerstört. Sehr schön. Sehr gutes Timing von den Torpedos. Jetzt kann ich auch wieder ins Cap fahren. Beziehungsweise den Cap macht doch er. Weil ich werde mich hier versuchen, mal der Miyogi da zu widmen. Wobei die Miyogi natürlich als Schlachtschiff schon dementsprechend Bums hat. Und wenn sie mich will, dann passiert es ganz schnell, dass ich da Problemchen mit ihr bekomme. Die haben sogar. Mich wundert, dass ich nur so wenig, gefühlt so wenig Flugzeuge hier sehe. So, Miyogi, wo bist du, Schätzchen? Da ist er. Naja, wenigstens ein bisschen Schaden. Jetzt werde ich mal versuchen, so beizudrehen, dass er mir nicht wiederum die nächste Salve direkt gibt. Oh, da bremst sie aber so stark ein. So, jetzt ist er hier so ein bisschen gefangen. Jetzt schießt er natürlich auf mich. Und hat mir hier gleich ein bisschen dementsprechend Zunder gegeben. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt fahre ich ja natürlich auch gegen die Insel, ich wusste. Egal, wir halten einfach noch ein bisschen weiter auf sie. In der Zwischenzeit kann ich eh nicht viel machen. Zitadelle beschädigt. Jetzt wird sie gut treffen, schätze ich mal. Ich brenne schon wieder. So, jetzt versuchen wir zu drehen. Vielleicht schaffe ich es ja doch, sie noch wegzubekommen. In der Zwischenzeit. Ah, nein. Ja, sie ist weg. Gott sei Dank. So, und jetzt fahren wir mal rüber zu den Gegnern. Weil da sind doch noch einige Schlachtschiffe. Leider brenne ich hier unangenehmerweise. Und habe noch ganze 16 Sekunden, bis ich da erst was dagegen tun kann.
Also Feuer ist weg, da brauche ich jetzt auch nichts mehr reparieren, Gott sei Dank. Ich lasse den Flugzeugträger jetzt einfach mal Flugzeugträger sein, weil viel spannender sind noch die vier normalen Gegner da hinten. Natürlich mal volle Fahrt voraus wäre auch eine Maßnahme. Aber ihr seht es oben, die Tickets sind ganz klar auf unserer Seite. Die Kongo ist ein machbares Ziel. Im Sinne von, die könnt ihr noch vielleicht erreichen. Zumindest eine Salve würde ich gerne noch drauf geben. Schieß mal doch mal. Und schauen, wo sie landen. Ah, nicht ganz so schlecht, aber auch noch nicht genug. Aber ihr seht es oben, das Spiel ist so gut wie vorbei. Ein Hit noch, ein einziger Hit. Das wäre für. Ah, das wird nichts mehr. Die Runde ist durch. Aber sei es drum, ich glaube, ich habe hier trotzdem dafür, dass ich das Schiff gar nicht so mag, eigentlich eine ganz gute Runde abliefern können. Habe 35.000 Schaden gemacht. Bin auf im oberen Drittel, wenn ich es jetzt noch nett auslege. Ansonsten aber im guten Mittelfeld oben platziert. Und bin eigentlich sehr zufrieden. Von dem her, ja doch, damit kann ich gut leben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.